Ein Objekt, das mich ganz besonders beeindruckt, ist dieser Nachbau eines Störsenders. Vier Schüler aus dem thüringischen Altenburg, Hans-Joachim Näther, Jörn-Ulrich Brödel, Gerhard Schmale und Ulf Uhlig, störten mit einem selbstgebauten Sender im Dezember 1949 eine Radioansprache zu Stalins Geburtstag. Sie gehörten zu einer größeren Widerstandsgruppe an der Altenburger Karl-Marx-Oberschule, dem heutigen Friedrich-Gymnasium. Hans-Joachim Näther hielt eine kleine Ansprache, in der er Stalin als Massenmörder und Diktator bezeichnete. Obwohl nicht verbürgt war, dass irgendjemand diese Rede hören konnte, wurde er nach der Verhaftung der Gruppe zusammen mit zwei Lehrern und einem weiteren Mitschüler zum Tode verurteilt und im Dezember 1950, 3 Tage nach seinem 21. Geburtstag, in Moskau erschossen. Erst 1995 erfuhr seine Familie von der Hinrichtung, denn in dem Jahr wurde er von Russland rehabilitiert. Die anderen drei an der Tat Beteiligten erhielten lange Haftstrafen. Und Gerhard Schmale hat im Jahr 2005 den Sender aus Originalteilen aus der damaligen Zeit rekonstruiert und ihn unserem Museum übergeben. Für mich ist das ein ganz besonderes Objekt, denn ich selbst habe Jahrzehnte später mein Abitur an dieser Schule abgelegt. Bis heute berührt mich der Mut, mit dem die Jungs unter Einsatz ihres Lebens gegen die Diktatur in der DDR aufgestanden sind. Und ich finde es ganz wichtig, sich an die Menschen zu erinnern, die im Großen und Kleinen für die Freiheiten, die für uns heute selbstverständlich sind, gekämpft haben und auch ihr Leben gelassen haben. Mein Name ist Yvonne Walter, ich bin Besucherdienstkoordinatorin hier im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.